Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es um die Anschaffung eines bürstenlosen Gleichstrommotors, Brushless DC Motor auf Englisch. Ich habe hier mal so einen Motor mitgebracht. Und zwar ist es ein Motor aus dem medizintechnischen Bereich. Sehr fein eigentlich, sage ich mal, die Anschlüsse, die drei und hier die Welle. Für mich war es wichtig, dass ich den möglichst einfach ansteuern kann, also hier mit einem Poti und einem Schalter oder sowas. Und dabei bin ich hier auf dieses Modul gestoßen. Ich zoome da mal rein. Zu dem Modul komme ich nochmal etwas im Detail. Und auf dem Modul ist eigentlich alles drauf, was man braucht. Man kann also hier das Poti anschließen. Man kann dort einen Schalter anschließen, um die Richtung zu ändern. Ich habe noch einen zusätzlichen Schalter dran, um direkt ein- und auszuschalten. Betrieben wird das Ganze jetzt hier mit 24 Volt. Und ja, weil der Motor eben mit 24 Volt hier läuft. Und jetzt will ich mal ganz kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Eingeschaltet ist es. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo hier mein Einschalter ist. Der hier, das ist der Einschalter. Und jetzt kann ich mit dem Poti die Geschwindigkeit einstellen. Leider sieht man es schlecht, sag ich mal. Ich versuche es mal hier. Ich starte mal langsam. Ja, jetzt dreht er sich im Prinzip. Und so soll es sein. Ich kann da zurückdrehen. Ich kann auch die Richtung ändern mit dem Schalter hier. Und das Interessante dabei ist, wenn ich jetzt die Richtung ändere, dann geht er erstmal auf 0 sozusagen. Also er bleibt stehen und dann beginnt er kurz danach erst wieder mit der entgegengesetzten Richtung. Was natürlich sehr wichtig ist, dass er mal kurz stehen bleibt. Das macht also hier dieses Modul. Bevor ich nochmal auf das Modul eingehe, will ich mal kurz nochmal den Unterschied zwischen einem Bürsten behafteten Motor und ein Brushless Motor hier erläutern, aber nur so grob, also das wird nicht so sehr ins Detail gehen, da gibt es sehr viele Videos dazu. Ganz kurz die Beschreibung und Erläuterung, wie so ein Brushless DC Motor funktioniert. Hier habe ich mal zwei Skizzen, schematischer Aufbau eines normalen bürstenbehafteten Motors, Gleichstrommotors und ein bürstenlosen Gleichstrommotor mal ausgedruckt, und zwar die Bildquelle ist hier von renesas.com. Den Link setze ich auch unten mal kurz rein. Wie funktioniert ein DC-Motor mit Bürsten? Wozu brauche ich überhaupt die Bürsten und so weiter? Was passiert da? Die Funktionsweise ist folgendes: Man hat über diese beiden Pole legt man eine Gleichspannung an, und dieser Kommutator hier, dieses runde grüne Teil hier in dem Fall, der konnektiert oder verbindet jetzt hier diese Bürste, das ist ein Kohlestift, sozusagen hier mit diesen beiden Spulen jetzt in dem Fall. Es werden also hier mal zwei Spulen bestromt, und dadurch entsteht ein Magnetfeld, und dadurch, dass man hier am also außen fest Magneten hat, wird also einer von den Magneten abgestoßen, der andere angezogen, sodass dann ein Drehimpuls entsteht. Und die Schwierigkeit ist jetzt sozusagen zum richtigen Zeitpunkt umzupolen, weil sonst würde der Motor sozusagen stehen oder dieser Drehimpuls sozusagen stehen bleiben. Und dafür ist der Kommutator da, der polt also dann um. Man sieht hier, hier sind also drei Abschnitte, und je nachdem, in welcher Position der hier gerade ist, polt er also hier sozusagen von da nach da oder von da nach da oder von da nach da um, sodass dann hier eine rotierende Bewegung entsteht. Das ist also der Motor, der normale Gleichstrommotor mit Bürsten. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass beim Umschalten, also hier zwischen immer in diesen Lücken, dort gibt es einen kurzen Moment, einen Kurzschluss, sodass eben Funken entstehen und damit auch erhebliche Störungen hier in der Gleichspannung sozusagen auftreten. Beim bürstenlosen Gleichstrommotor wird diese Polumkehrung, also diese Funktion des Kommutators, elektrisch gemacht. Diese Motoren heißen auch EC-Motoren, Electrical Commutator, also elektronisch oder elektrisch wird dort umgepolt. Und wie funktioniert es? Man hat im Prinzip diese Spulen, die man einzeln bestromt, beziehungsweise immer zu zweit bestromt. Und innen hat man hier einen Permanentmagneten mit Nord- und Südausrichtung. Und je nachdem, wie man bestromt, wird also hier abgestoßen oder angezogen.
Und wenn man das hintereinander macht, also erst die beiden und dann die beiden Spulen bestromt, dann fängt hier der Rotor an, sich zu drehen. Bei dem bürstenlosen Gleichstrommotor wird es so gemacht, dass geguckt wird, wo sich sozusagen hier das Magnetfeld befindet. Und das ist ein bisschen schwierig. Gerade bei sehr langsamen Geschwindigkeiten ist es schwierig rauszubekommen. Man kann es also zum Beispiel mit Hall-Sensoren machen. Das heißt, der Motor hat dann zusätzlich noch drei Anschlüsse, wo Hall-Sensoren drin sitzen, also Sensoren, die auf ein Magnetfeld reagieren. Und da kann man rausfinden, wo das gerade steht, sodass man dann entsprechend bestromen kann. Es gibt aber auch sogenannte Sensorless Brushless-Motoren. Da ist es nicht, da muss man sich irgendwas anderes ausdenken. Und da nimmt man im Prinzip diese Spule, die jetzt nicht bestromt ist, beziehungsweise guckt, ob da eine Spannung entsteht, weil durch den Drehmoment wird auch hier eine Spannung injiziert. Das nennt sich dann Back-EMF. Und damit kann man herausfinden, wo sozusagen hier der Rotor sich befindet und dann entsprechend bestromen, sodass er dann auch in die richtige Richtung sich dreht. Was man jetzt hier sieht, ist an sich ein sogenannter Innenläufer. Das heißt, innen ist der Rotor. Und es gibt auch Außenläufer, das heißt, die Magnete sind innen platziert und außen dreht sich das. Und normalerweise sind es auch nicht nur drei Spulen, sondern sind Spulenpaare, also sechs. Und dann wird entsprechend bestromt. Jetzt will ich mal wieder zurück auf das Modul kommen und so ein bisschen erläutern, was da so drauf ist. Denn was ich ja jetzt hier habe, ist ein Motor. Man sieht es hier, der hat eben nur drei Anschlüsse. Also der hat keine Sensoren dran. Wie wird es denn eigentlich gemacht in der Schaltung? Ja, um zu erkennen, wo jetzt hier der Rotor praktisch steht. Um generell herauszufinden, welche Spule sozusagen bestromt werden muss oder wo sich gerade hier der Rotor befindet, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, das eine wäre mit Hall-Sensoren, die habe ich jetzt in dem Motor, den ich habe, natürlich nicht drin. Die andere Möglichkeit wäre dann eben hier zu gucken, ob hier eine Spannung induziert wird und die kann man in der Tat dann hier mit dem Komparator vergleichen. Ich zeichne das mal nur so schemenhaft an. Und zwar, man misst einfach hier die Spannung an dieser Spule hier und vergleicht es praktisch hier mit diesem Anschluss. Dieser Anschluss geht an alle Spulen, ist also sozusagen der Mittelpunkt. Allerdings ist das Problem an dieser ganzen Geschichte, ich habe ja an dem Motor nur drei Anschlüsse und nicht vier. Das heißt, an diesen Mittelpunkt von diesen drei Spulen komme ich gar nicht ran. Und deswegen muss eine andere Lösung her. Und die sieht so aus, dass man diesen Mittelpunkt mittels dreier Widerstände im Prinzip ja simuliert. Also man hat drei Widerstände. Ich zeichne das mal hier ein. Hier sieht man jetzt die drei Widerstände. Und zwar, ja, vielleicht ein bisschen ungünstig. Die gehen jeweils hier an das Spulenende auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind sie hier im Ring innen sozusagen zusammengefasst. Ja, die sind in der Mitte miteinander verbunden. Und jetzt wird im Prinzip hier mit dieser Sternpunkt sozusagen simuliert. Und ich kann jetzt diese Spannung hier direkt an dem Widerstand vergleichen. Natürlich jetzt nicht mit dem äußeren Ring, der ist ja nicht vorhanden, sondern hier natürlich mit der simulierten oder virtuellen Mitte. Ich habe das nochmal anders aufgezeichnet, das ist sehr unübersichtlich, muss ich zugeben. Also hier sieht man es nochmal. Also wir haben hier den Motor mit diesen drei zu bestromenden Spulen, mit ihrem Mittelpunkt, an dem man nicht rankommt. Und diese Widerstände hier, diese drei, simulieren jetzt diesen Mittelpunkt. Und dieser Mittelpunkt, der geht jetzt an jeden Komparator. Und die Spulen jeweils, die werden verbunden hier oben mit den Widerständen. Und die Spannung an diesen Widerständen wird dann praktisch ja gemessen, beziehungsweise es wird dann geguckt, ob da was induziert wird. Und dann bekommt man da auch ein Ergebnis hier am Ausgang der drei Komparatoren. Ich zeige mal ganz kurz den Stromlaufplan hier von diesem Modul. Im Stromlaufplan ist es nämlich auch ganz schön zu sehen. Nämlich hier an dieser Stelle, also hier ist der Gesamtstromlaufplan. Ich kann den mal noch mal kurz ein bisschen raussuchen, Zoom. Und ja, das ist alles ein bisschen durcheinander, sage ich mal. Aber hier ist genau der Teil, wo das gemacht wird. Also hier sind diese drei Widerstände, die zusammengeführt werden als sozusagen als ja, virtueller Mittelpunkt, sage ich mal. Noch ein Abschlusswiderstand nach Ground. Und das geht jetzt an die
an das Ende sozusagen des Motors. MA, MB, MC sind sozusagen die Anschlüsse des Motors. Und hier an 11, 12, 13, da geht es jetzt praktisch rüber. Ich muss direkt mal gucken, genau hier an diesen LM339, das ist ein Komparator, 11, 12 und 13, dort wird dann praktisch verglichen. Und das Ergebnis des Vergleichs geht dann hier in das IC, was letztendlich die ganze Steuerung übernimmt. Was ist jetzt noch hier auf dem Modul drauf? An sich ja, nicht mehr viel. Wir haben hier oben diesen IR2101, das sind MOSFET-Treiber. Die treiben also hier jeweils die MOSFETs an, das sind also drei Stück. Ich brauche ja drei Phasen, dann hat man noch ein paar Steckverbinder. Dann hat man hier Spannungsversorgung LM317, also ein Spannungsregler drin, der regelt auf 15 Volt. Und zwar für den, weiß gar nicht mal wofür, 15 Volt, weiß ich jetzt nicht. Ich hätte jetzt gedacht hier für das IC, aber der kriegt 5 Volt. Wahrscheinlich generell für die Motoren sicherlich. Und dann haben wir hier noch einen 5 Volt Regler hier unten, auch für das IC. Ja, das ist erstmal so der Aufbau dieses Moduls. Interessanterweise habe ich zu Anfang gar nichts über das Modul gefunden, beziehungsweise bin durch Zufall darauf gestoßen, und wie es so ist, sind natürlich dann erstmal keine Datenblätter vorhanden. Aber ich habe dann auf dem Modul mal geguckt. Ich werde mal da jetzt reinzoomen auch auf das Modul. Einige Bauteile natürlich gesehen. Neben diesem LM339 und den anderen Bauteilen habe ich also hier dieses IC dort gesehen und war etwas verwundert über die Kennzeichnung, denn das Ding heißt JY01. Also das Ding heißt hier wirklich JY01. Und wenn man danach sucht nach JY01 Datasheet, dann kommt man irgendwann hier auf diesen Gesamtstromlaufplan von diesem Modul. Es gibt auch von dem Hersteller, der das macht, da muss ich mal kurz hier blättern, also tatsächlich hier ein Datenblatt. Da steht es also hier drin. Hier JY01. Application Setting und so weiter, steht einiges drin. Das ist nur die erste Seite sozusagen. Da gibt es auch noch weitere Beschaltungen oder Schaltungsmöglichkeiten. Und wenn man jetzt hier auf das Modul nochmal guckt, da ist auch eine Nummer. Jetzt muss ich das erstmal hier rüberziehen. Moment. Da ist auch eine Nummer hier in der Ecke. Ich hoffe, das kann man da sehen. Da ist also so eine Nummer hier dort. JYQ irgendwas, keine Ahnung, Version 6.3. Das ist also dann tatsächlich dieses Board und auch der Stromlaufplan dazu ist in diesem Datenblatt da enthalten, sodass man dann auch weiß, das war das nächste Problem, wie man denn eigentlich hier das POTI und die Schalter da anschließt. In dem Datenblatt ist auch nochmal die beschrieben hier, und zwar JY01 Sensorless, das war für mich jetzt wichtig für den Motor, weil er eben keine Hall-Sensoren hat. Und man sieht eben auch hier oben ist die DLM229 als Komparator. Er vergleicht also hier dann die Spannung und gibt es dann an das IC weiter. Das IC steuert dann hier diese IR2101 auf und je nachdem, wo er sich gerade befindet, werden die MOSFETs hier im Prinzip angesteuert. Also mehr ist es an sich nicht. Und hier vorne ist eben der wichtige Teil, dass man dort eben bestimmte Sachen anschließen kann, eben unter anderem hier vorwärts, rückwärts und Speed Control. Und ich habe nochmal ein Bild gemacht und da das mal eingezeichnet, das will ich mal kurz zeigen, wie man es nun anschließt. Das ist also hier das Modul, so wie ich es habe. Also das POTI geht ran zwischen Plus und Minus, also Plus und Minus ist also hier das Minus, dort ist ein Plus 5 Volt. Es wird also als einstellbarer Spannungsteiler eingesetzt oder beschaltet. Der braune Anschluss ist also hier der zweite, da geht das POTI ran. Damit kann ich also die Geschwindigkeit einstellen. Der rote Schalter ist für die Richtungsumkehr und der geht an den roten ran, also hier an den dritten. Auch hier ist der Schalter zwischen 5 Volt und Ground angeschlossen, sodass hier nur die Polarität letztendlich von 5 auf 0 oder die Spannung von 5 auf 0 gesetzt wird und dann der Motor sich in einer anderen Richtung dreht.
Ich habe ja noch gesagt, ich habe hier bei dem Modul, was ich habe, noch einen Ein- und Ausschalter sozusagen dran. Den habe ich eigentlich nur, das sieht man vielleicht hier, am Poti dran. Ich habe also den Mittelabgriff des Potis, der jetzt hier in braun dargestellt ist, da habe ich noch einen Schalter dran und der geht entweder an Ground oder an das Poti. So ist er praktisch angeschlossen, sodass ich ihn auch mal einfach so ausschalten kann, ohne den Regler hier runterdrehen zu müssen. Das Problem, was ich vergessen habe noch zu sagen, ist bei diesen Sensorless-Motoren, also wo keine Sensoren ist, sind niedrige Geschwindigkeiten. Denn man kann sich ja vorstellen, dass bei einer sehr niedrigen Geschwindigkeit hier keine Spannung entsteht, beziehungsweise so klein, dass man sie nicht messen kann. Und da ist es tatsächlich so, er hat also eine Mindestgeschwindigkeit. Das merkt man auch hier, wenn ich jetzt also hier hochdrehe, also erstmal einschalte, gehe mal runter hier auf 0 sozusagen, jetzt aus. Und ich drehe also hier ein bisschen und dann irgendwann auf einmal geht er los und hat schon so eine Art Mindestgeschwindigkeit. Also man kann sozusagen nicht von 0 gleichmäßig hochfahren, sondern er braucht also Mindestspannung sozusagen. Dann läuft er los erstmal und dann kann auch gut gemessen werden, ob also wo sozusagen der Rotor sich befindet. Das ist ein Nachteil von diesen sensorlosen, bürstenlosen Gleichstrommotoren. Vorteil ist auf jeden Fall hier hohe Drehzahl möglich. Also hier 20.000 Umdrehungen oder irgend sowas kann der und kein Verschleiß. Also die normalen DC-Motoren haben ja das Problem, das kennt ja sicherlich jeder, nicht nur, dass eben hier so ein, also dass es hier funkt innen drin, dass es Störungen gibt, sondern dass einfach diese Kohlebürsten auf Dauer verschleißen und dann muss man sie austauschen. Und das hat dieser Motor natürlich nicht, dieses Problem. Was man bei dem Motor natürlich hat, man hat jetzt einen höheren Schaltungsaufwand, aber mit diesem Modul komme ich jetzt erstmal gut klar. Ich werde mal ein paar Tests machen. Das Modul, was es hier, also es gibt es in verschiedenen Ausführungen, es gibt es auch mit Anschluss für Hall-Sensoren. Wenn man also so einen Motor hat, der solche Sensoren drin hat, dann gibt es ein anderes Modul, wo man dann die auch direkt dort anschließen kann. Ja, das war mal hier eine kurze Vorführung solch eines Motors mit diesem Modul betrieben. Ich hätte es natürlich, oder man hätte es auch mit dem Mikrocontroller alles programmieren können. Das ist mir alles zu aufwendig. Das Modul kostet sehr, sehr wenig, irgendwie 15 Euro oder sowas. Und da will ich also weiter ein bisschen experimentieren. Ja, das war's und ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.